Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ah, jetzt ist das war ich in nicht. Der Decke. Nee. Das war da schon. Ach so. Das hast du letztes Mal vergessen zuzubauen. Ich glaube eher, das ist unter deinem Gewicht zusammengebrochen. Nee. Oh. Ja. Wie neu. Jetzt ist da leider ein Grasblock drin. Ich hab's gesehen. Hm. So, jetzt kommt hier der nächste Baum hin. Du hast bestimmt. Du hast Aua. Bestimmt noch. Geil, bei mir kam sogar das Bogengeräusch. Was hab ich? Du hast bestimmt noch die Setzlinge dabei. Ja, aber Logo. Das heißt, jetzt können wir hier weitermachen. Ja, nur mit was? Womit? Hier könnte man vielleicht jetzt eine Fichte hinmachen. Das ist doch schon eine Fichte hier. Ich meine... Eine Birke. Eine Birke, ja. Letztes Mal hieß es, die sollen nicht nebeneinander sein. Da wollte ich nämlich auch ursprünglich einen hinmachen. Aber jetzt habe ich es mir anders überlegt, weil das sind zwei so dunkle Bäume und dann kommt hier ein heller Baum vielleicht sogar ganz gut. Rassentrennung. Ja. Der ist ja perfekt. Ja. Gut. Und dann kann hier daneben vielleicht so eine... Eine Eiche. Nee. Sondern? Wie heißen denn nochmal die, die über Lush Caves stehen? Eine Azalee. Ja. Gottes Willen. Ja, die müssen wir vielleicht ein bisschen kürzen. Die sehen immer so aus, ja. Ja. Ja, wenn wir die kürzen, dann passt das. Ja. Au. Stopp. Passt das so? Ja, schöner wird's doch nicht, oder? Jetzt vielleicht den hier noch wegmachen, ja. Und vielleicht den hier auch noch. Wobei, so, also nicht, dass zu viel weggeht, weißt? Die ist etwas schief, aber die sind immer so, das ist in Ordnung. Ja. Okay. Was gibt's denn noch? Ein Dschungelbaum. Ja. Hier. Ich weiß nicht, was gibt's noch? Eine Eiche. Und dann? Nix mehr. Oh, das ist schlecht. Ja, wir haben irgendwie voll wenig. Oder wir machen, das heißt, wir haben 6 verschiedene Baumsorten. Ich weiß nicht. Es gibt schon noch welche, aber die sind zu groß. Weil wenn wir 6 verschiedene Baumsorten haben, würde ich die einfach alle hier auf diese Seite machen. Auf die da drüben? Da passen genau 6 Stück hin und auf die da drüben machen wir dann einfach Blumen. Warum machen wir nicht die Bäume so, wie sie sind und hier drüben Blumen? Weil wir da nur 5 Plots haben. Und ja, dann machen wir hier Bäume. Halt den Ausgang auf der Seite. Dann haben wir hier 5 Plots und da drüben 6. Ja, aber hier ist viel weniger Platz außen. Ist doch egal. Die ganzen Bäume nochmal abreißen. Ja, also bitte, so viel, das ist ja kein Stück Arbeit. Aber die sind schön und die, wer weiß. Die wachsen wieder so schön. Die meisten waren First. Wenn nicht, dann bist du schuld. Ja, aber jetzt schlafen. Ich schuld nämlich gerne auf mich. Okay. Da, guck an. Kein Setzling rausgekommen. Zumindest keiner mit Blüten drauf. Das heißt... Wir haben jetzt keinen mehr. F. Also im Lager schon, aber da muss jetzt jemand rüberlaufen, nämlich du. Ich laufe nicht rüber, ich fliege, wenn dann. Ja, dann mach das. Aber erstmal kann man ja die anderen. Hast du einen. Nö, passt. Ich habe Akazien und Fichtensetzlinge. Ja, die brauchen wir auch, die Fichten auf jeden Fall.
So ein Azaleen-Ding, aber ohne Blüten. Ja, das habe ich auch. Ich würde die Fichte hier in das Eck machen. Mhm. Die ist aber hässlich. Das stimmt, das muss neu gemacht werden. Die ist wieder hässlich. Das stimmt, die muss auch neu gemacht werden. Alter, die ist ein bisschen zu groß. Ja, auch neu. Damn. Ah. Ja, die ist schon auch besser. Die Faschenliste, der Stamm ist fast ein bisschen weit oben. Der Stamm ist zu lang unten. Die vorher war, die vorher war kürzer, glaube ich. Nee, vorher war so, aber ein Block niedriger und das sah besser aus, glaube ich. Na dann. Ja, oder so. Ja, das ist gut. Ja, das sieht noch besser aus, ja. Dann. Birke. Kann da hin. Ja. Soll man daraus so einen perfekten Minecraft-Baum machen? Nö, reiß die mal nur mal ab. Vielleicht kommt noch eine höhere. Ah. Ist die jetzt ein bisschen zu hoch? Ich finde die schon ein bisschen zu hoch. Ich würde das Gesamtbild wirken lassen. Wir können da noch Lianen oder so dranhängen vielleicht. Also jetzt. Ich finde... Ich weiß nicht, ob ich die zu hoch finde, weil die ist zwar jetzt sehr lang unten, aber das ist ja eigentlich der Sinn von Birken. Weil es gibt ja der Sinn von Birken ist, weil also ein Baum zu sein. Weil wenn die noch, so wie sie vorher war, war sie wie eine Eiche. Wenn sie eins höher wäre, wäre sie auch noch, glaube ich, wie eine Eiche. Und so, weil es gibt keine Eichen, die so hoch sind. Das ist eigentlich das Erkennungsmerkmal von Birken, dass die höher sind. Beziehungsweise es gibt ja Birkenwälder, da sind die noch höher. Eigentlich sind Birken auch ziemlich, eigentlich sehen Birken auch überhaupt nicht so aus. Ja. Aber ich würde das Gesamtbild erst angucken und sie dann abreißen, wenn es kacke aussieht. Weil vielleicht sieht es ja besser aus. Ist egal, ich überlege, was wohin soll. Ich würde nämlich die Azalee hierhin machen. Mhm. Keine Ahnung wo, aber. Dann. Ja. Das ist keine Azalee, das ist eine Akazie. Ja. Ich habe auch keinen Azalee. Der ist ja durchs hin. Glas gewachsen. Das geht so aber nicht. Der ist auch schön hoch. Ja, aber der ist oben zu groß. Das stimmt. Tja, jetzt wird's lustig. Ach, das geht. Problem gelöst. Den Streifen da außen haben wir noch. Ja, den kann man wegmachen, wenn man das nächste Mal draußen ist. Ja. Alter. Die wäre aber voll geil eigentlich. Ja, die könnten wir lassen, wenn wir hier eine kleine Eiche hinkriegen. Hast du einen Eichensetzling dabei? Ja. Ja, die müsste, ja, das kriegen wir hin, eine kleine Eiche. Die ist aber nicht klein. Die ist voll riesig. Nee. So eine komische Eiche. Aber warte, reißt die nicht ab. Ja. Dann hole ich jetzt eine Azalee. Ja. Blühende Azalee. Schwarzeichen gibt's noch. Ja, aber die sind zu groß.
Mangrovenkeime. Nein. Ah. Oh, wir müssen draußen noch eine Akazie pflanzen. Wir brauchen Blätter davon. Bring mal eine Schere mit. Ja, vor allem den Akaziensetzling, den habe ich nämlich gerade schon in die Kiste reingeschmissen. Nee, davon habe ich noch welche. Ah, okay. Schere. Hattest du nicht immer eine Schere dabei? Ja, aber die ist fast kaputt. Die muss ich mal reparieren. Sehr. Bitte sehr. Siehst du die schöne Akazie hier? Wunderbar. Das jetzt nicht hier. Keine Ahnung. Eigentlich steht dem nichts im Weg. So. Die wurde leider etwas in Mitleidenschaft gezogen. Ich sehe es. Wie war denn das jetzt? Ich glaube irgendwie so. Ja. So. Hoffentlich wird der jetzt kleiner. Ja. Ah, ja. Der ist okay. Das kann man so lassen, ja. Was war jetzt hier, was noch fehlt? Ein Dschungelbaum. Ah. Hast du davon auch einen Setzling dabei? Ja, einen. Ich hoffe, dass... Oh, das ist erstaunlich gut geworden. Ah, ja. Das ist nicht so gut geworden. Mm. Die würde ich neu machen. Oh, aber hast du noch eine? Ja, ich habe noch 14. Ah. Das ist etwas besser. Die wächst durchs Glas auf der anderen Seite weiter. Ja, Alter, die ist richtig kacke. Weg damit. Alter. Was, wenn man die so lässt und einfach das Glas... Guck mal, jetzt ist sogar Holz auf der Außenseite gewachsen. Alter, es wird immer schlimmer. Ja, es wird immer schlimmer. Oh Gott. Oh je. Ja, die sind nicht besonders schön, diese Bäume. Die wachsen immer komplett krumm in alle Richtungen, aber nicht dahin, wo sie sollen. Ups. Ne, weg damit. Sollen wir gleich schlafen? Einmal noch.
Nee. Nee. Da kümmern wir uns morgen drum. Ja. Uff, oh. Unser armer Dschungelbaum. Oh. Ich glaube, wir müssen beide jetzt nochmal das reißen. Ja, oder du baust mit der Schere einfach die paar Blätter hier ab, dass sie eine Trennung haben und dann passt es. Ja, aber das geht ja nicht, weil die Dschungelblätter kaputt gegangen sind. Oh. So war es ja bei der Akazie auch. Aber ich würde sagen, wir reißen den Dschungelbaum ab und hoffentlich kommt da noch ein Sapling raus. Ja. Sonst haben wir ein Problem. Weil den hast du letztes Mal extra geholt. Nur einen. Ah ja. Wir machen zuerst die Erzallee. Wo bist du? Außen. Ach so, du hast jetzt gar keinen. Toll. Oh ja, die ist schön geworden, tatsächlich. Naja. Von hier draußen, da ist ganz oben drin, ist nochmal ein Stück Holz. Das muss man vielleicht austauschen. Ja gut, aber sonst ist die schön. Ach ja, da oben. Hey. Oh, falsch. So. Alter. Das soll ein Dschungelbaum sein. Mhm. Ah ja. Ja. Gut, dann wäre das fertig. Ja. Gucke ich jetzt von oben noch mal an. Ja, das ist gut. Aber hier muss was zwischen rein. Das sieht kacke aus so. Ja, das wollten wir ja noch machen. Aber was? Weiß ich nicht, das war die Frage. Die wir noch nicht beantworten konnten. Einfach Knochenmehl. Überall. Ich weiß, das ist ein bisschen langweilig. Langweilig? Ja, da würde ich mehr Blumen reintun und weniger Gras und vielleicht noch irgendwelche Deko-Elemente. Aber ich weiß nicht, welche Deko-Elemente. Versuchst du Blumen zu bekommen? Ich versuch's nicht. Ich mach's. Ach so. Im Lager gibt's ganz viele Blumen. Ja, aber dann muss ich jetzt Blumen holen und so sind sie natürlich generiert. Ach so. Ja. Und auf die andere Seite, da könnte man dann so ein bisschen Bambus hinstellen, vielleicht ein bisschen Zuckerrohr. Tropfen, Flieder oder so, genau, die größeren Blumen halt. Oder wir machen ein Regenbogenblumenfeld. Ja, das kann man auch noch zusätzlich machen. Das hört sich gut an. Dann hole ich jetzt Blumen. Ah, jetzt also doch. Ja, ja. Wenn es dann sowas gibt, dann ja.
Muss mal ein natürlich generiertes Regenbogenblumenfeld bauen, dann bist du eine Weile beschäftigt. Oh ja. Hier durch die Tür wieder offen gelassen. Irgendwann kommt hier mal noch ein Creeper rein und sprengt unser Lager in die Luft. Nee, das passiert nicht. Irgendwann. Wir könnten auch so eine kleine Sitzecke machen, bestehend aus so einer Bank halt, aus so Treppen oder so, wenn noch Platz dafür da ist. Mhm. Wow, wir haben ja richtig viele Blumen, Alter. Aber es gibt keine grünen Blumen. Ergo, anmalen. Auch kein Regenbogenblumenfeld. Ja. Dann halt ein buntes Blumenfeld. Hm. So bunt wird es auch nicht. Wir haben voll wenig Blumen. Wir könnten ja mal einen Blumenwald suchen gehen. Okay. Jetzt? Ja, wir brauchen ja Blumen. Ja, dann auf geht's. Aber mach vorher dein Inventar leer. Ja. Vielleicht kann man ja noch eine Schalkepulle mitnehmen. Nö. Ah, nee, ich glaube nicht. Aber eine Schalkepulle wäre gut. Nicht mal, wenn man umsortieren würde. Doch, man kann. Oh. Und die Sortierkisten im Lager sind auch voll. Ja, dann machen wir das anders. So, jetzt ist mein Inventar leer. Nimmst die Endertruhe mit? Ja. Na, das geht tatsächlich auch. Dann kann jeder von uns da was reintun. Ja. Dann ist es wie wenn man zwei Schalkertruhen dabei hätte. Das heißt aber auch, dass wir in die gleiche Richtung fliegen müssen. Oder wir fliegen in unterschiedliche und wenn einer einen hat, muss der andere zum anderen teleportieren. Oder ich nehme einfach auch eine Endertruhe mit. Ja, das geht auch. Dann mache ich das. Soll ich schon mal los? 50 Raketen. Ja, kann schon. Ja. Und tschüss. Oh, ich habe 32 Raketen. Das geht nicht. Ich gehe mal zur Creeper Farm. Ja, bin mal gespannt, wie viel da drin ist. Ich auch. Viel wird's nicht sein.